Tierung jetzt sowieso anders wieder. Wir waren eigentlich bei dieser Axt hier. Und das ist halt krass. Nochmal 20% mehr Schaden bei Roboter. Ich habe ja jetzt die andere Waffe an, hier zum Vergleichen. Präzision ist schwächer. Die hat 85. Feuerrate ist Distanz 40, Distanz 30. Feuerrate ist 50, 50. Aber der Schaden ist nochmal um 6 mehr. Dafür nicht so präzise. Aber ich glaube, die ist nochmal besser. Ich glaube, die ist nochmal besser. Verkaufen tun wir jetzt keine der beiden. Wir müssen das noch testen. Tombstone. Ich habe die jetzt mal auf Shortcut gelegt, aber das weiß ich nicht. 21 Schaden, Feuerrate 90, Präzision 72. Keine Ahnung. Sollen wir die mal testen? Okay, Anzüge. Braucht man, glaube ich, keine, oder? Wir haben schon unser Ding. Boah, 101 physisch. Veredelt Anzug Tiefminen. Also 160. Der Strahlung ist da besser bei. Ja, gut. Nee, auch weg. Ermalung korrosiv. Oh, überhaupt korrosiv ist hier. Also korrosiv. Die haben gar nichts hier bei dem, okay. Anzug weg. Rucksäcke. Dash Boost Pack Kapazität. Was heißt denn das genau? Einfaches Boost Pack. Dash Boost Pack Kapazität. Hier ist auch Dash Boost Pack, aber wir können den halt nicht nehmen wegen den Perks. Nicht tauschen. Ich glaube, ich werde den nie tauschen oder verkaufen. Komm bis jetzt gut zurecht, von daher braucht man nichts tauschen. Thermalresistenz, Strahlungsresistenz. Ah, hier, plus 25 Korrosionsresistenz. Nee, ich verkaufe das alles, passt schon. Kleidung. Der Businessanzug ist krass, wegen 10% Überzeugungschance würde ich behalten. Als Kleidung, medizinische Items regenerieren 5% mehr Gesundheit. Okay, Helm. Gravis plus Braugrün, da ist nichts. Jacke, Arbeiter. Kopfbedeckung, Hoptech. Muscle Shirt hier. Nein. Und den Disziplins, vielleicht brauchen wir den noch, oder? Oder geben die uns dann wieder einen? Weil wir wollten vielleicht auch mal dieser Gang beitreten. Und dann gemeinsam Chat in die Gang beitreten. Und dann wilde Sachen machen. Was sagt ihr dazu? Schreibt jetzt in den Chat. Traut euch. Ich beiße nur. Jetzt habt ihr die Chance, mit mir zu kommunizieren, wenn ich live bin. Hallo. So. Wir behalten nur die Granaten fertig. Das andere ist egal. Lieber ein bisschen Kohle noch haben. Hilfe. Genau, wir verkaufen jetzt die Sachen, die nicht heilen. Außer das Alien-Ding, das behalten wir auf jeden Fall. Also das ist Schmuggelware, das müssen wir verkaufen. 250 Schaden, 5 Minuten. Nee, das ist alles zu viel. Wir behalten nur die Sachen, die direkt irgendeine Krankheit oder irgendwas heilen. Hier, das zum Beispiel, mit diesem Zeichen da. Alles, was so ein Zeichen hat, behalten wir und noch irgendwas, was XP gibt halt. Das Überzeugungschance können wir auch behalten. Das ist auch ein Heilmittel. Das ist eine Kartoffel. Okay, wir haben nur einen. Wir brauchen ganz viele Kartoffeln hier. Das ist auch kein Heilmittel. Das ist auch. Das ist aber XP. Das ist 10 Minuten schnellere Verbesserung der Begleitersympathie. Wow! Okay, plus 25% Überzeugungschance. Okay, das behalten wir auch. Begleitersympathie und 25% Überzeugungschance. Plus den Anzug, da können wir ja alles und jeden überzeugen. Zuerst ist egal, das ist auch egal. Das ist wieder XP für 60 Minuten, das ist auch wurscht. Das ist wieder so ein Heilding. Pizza auch egal. Das ist Regeneration, das ist Trauma-Pack. Okay. Habe ich sonstiges noch, genau. Wieder alles verkaufen außer Dötrich.
Und schauen, dass ich kein Schmuggel. Doch, hier habe ich noch. Also ich habe hier bei. Ich möchte nur die drei verkaufen. Tab. Ich habe anscheinend 80. Und ich habe ganz. Also 80 Stück sind Schmuggelware. Okay. Was ist denn eigentlich aus dem Schiffsinventar verkaufen? Haben wir da noch irgendwas? Nee. Nö, da haben wir nur. Haben wir hier. Wir können doch gleich noch ein bisschen Ressourcen unser Schiff verlagern. Deswegen haben wir 134 Kilo. Und. Ich glaub, dann sind wir hier durch. Dann ab zu unserem Schiff. Die Ressourcen, die wir eben gefarmt haben, ins Schiff rein. Irgendwann kommen wir dann auch wieder zum Main-Tresor. In der Loge. Aber da kommen wir jetzt nicht hin. Dann tun wir Ressourcen alle lagern. Wie viel hat das Schiff überhaupt? 415? Stimmt, das kann gar nicht so viel tragen. Aber deswegen habe ich ja auch den Tresor, habe ich in den Tresor Sachen reingetan. Ach, Dichtmittel. Haben wir 10 Dichtmittel? Frachtraum. Anscheinend ist das Ressourcen. Dichtmittel. 1, ja gut. Wenn wir 10 haben, dann nehme ich die auch wieder raus. So. Wenn wir schnell pinkeln gehen. Und dann geht es direkt weiter. Mit diesem schönen Starfield-Spiel hier gemeinsam mit dem Chat feiern wir das Ganze und erleben das. Je mehr Spaß ich habe, umso mehr Leute sind da. Main. So, es geht direkt weiter hier. Ich war Schiff in Main. Okay. So, wegen Skillen, da muss ich schauen, was ich als nächstes benötige, skill ich einfach. Können wir noch so eine Kill-Mission machen? Zerstöre die. Das haben wir ja schon ein paar Mal, aber machen wir trotzdem nochmal. Finde, zerstöre die Crimson Fleet of Hound. Okay, probieren wir. Haben wir gespeichert? Weiß nicht. Setzen Sie Course. Das wird wild. Energie. Ja, und bei mir muss ich auch gleich aufpassen. Habe ich alles? 20 EP für was? Was passiert? Was sind die denn? Ich will die aus dem Ding hier raus. Aus dieser anderen Sicht da. Das ist Taste R, ne? Aus der Sicht, wie komme ich da raus der Sicht? Escape oder was? Ich hoffe, das Game wird gespeichert. Unfälle passieren. Ja, ja, ich bleib da ein bisschen getrollter. Alles gut, alles gut. Ich wollte halt, das ist halt schwer, wenn man gegen drei Schiffe kämpft, dass man das so richtig macht mit dem. Dass man die aus dem Ding tötet. Das ist halt schnell. Hat man überhaupt eine Chance. Vielleicht beim dritten ein bisschen rumtrollen. Ich habe schon Blitz bekommen oder was?
Sicht raus. Escape. Okay. Also einer ist noch. Wir schaffen. Versuch es mal mit dem jetzt hier. Wir sterben hier nicht, aber wir probieren es nochmal. Ist gelockt. R? Nein, nee, nee. Die Schilde aus. R? Als hätte ich Angst vor der Mantis. R und dann auf normal an. Antrieb ausgeschaltet. Kann ich jetzt hier andocken und übernehmen das Schiff? Wollte ich schon mal machen. Geht das? Nee, oder? Der Antrieb ist immer noch da. Ich dachte, ich habe den Antrieb ausgeschaltet. Wie jetzt? R? R? Antrieb hier. Ja. Ja, okay, jetzt ist er ganz kaputt. Egal, gut. Wir haben den Kartentrieb repariert. Egal. Nächstes Mal. Nächstes Mal, Alter. Schade, wollte ich mal machen und probieren, dass ich, ob ich da. Ob ich das schaffe, mal jemand zu. Zu dingsen, zu capturen, zu übernehmen. Wäre halt ultra geil mal. Gut, lass uns mal reparieren das Schiff. Oh Gott, ich trete buchstäblich in deine Fußstapfen. Wie cool ist das denn? So. Sollen wir gleich zur nächsten Mission? Schatten in Neon, sprich mit Nein, Kraft aus dem Jenseitskraft. So viele Kräftinger kann ich schon haben, was sie alles aufgedeckt haben. Schon Orte. Orte am Planeten, nein, Orte kontinuierlich. Letzte, wo ist Töten? Töte hier. Planeten, töte Planeten, rette die Geisel. Ach, das ist wieder Banküberfall. Entkommen nach der ewigen Reise. Hundsachen, nee. Zerstöre die Crimson Fleet hier. Gut, wir sind repariert. Ich glaube, Grafantrieb muss auch aufgeladen werden noch. Kurs festlegen. Oh, das ist weit weg. Energie. Achso, ja, warte. Kriegst du von den Raketen hier? Bisschen was. Weil ich muss auch schauen gleich, wenn es gleich wieder zur Sache geht, dass ich die Systeme wieder umladen. Energie. Hülle ist nicht ganz repariert anscheinend, aber wir testen mal, wir speichern ja. Deine Grafsprünge sind so anmutig. Violett. Okay, Sternendings entdeckt. Scannen wir mal. So, Typ Feld, Schwerkraft 0,85, Temperatur gemäßigt. Atmosphäre 0,2, durchschnittliche Flora und Fauna. Mäßig marginal, sehr wenig. Wasser radioaktiv. Da habe ich auch noch nicht so genau drauf geschaut. Ziviler Außenposten. Nee, wir müssen. Ist das nur eine Art Zwischenstopp jetzt hier, was wir gemacht haben? Weil wir müssen ja nicht dahin. Und Energie. Nur ins Sonnensystem reingeflogen, gell? Deswegen. Mal schauen, wie viele Schiffe das sind. Oh. Hier. Was soll man jetzt? Murphy 6. Flora Fauna gar keine. Gasriese. Schwerkraft. Okay, zwei Kosten Gas. Wir können eh nicht landen, Gasriesen. Wir müssen dahin. Das da müssen wir. Nach 6B. Soll ich was machen? 6B der Mond oder was? Stiefel.
Teufel putzen, den Spiegel aufholen. Okay, da sind sie. Sind es jetzt mehrere? Ist nur eine? Dann können wir jetzt ein bisschen rumspielen mit dem, oder? Zielerfassung? Quest geht es nicht, oder? Okay, hab ich. Ich will nicht mal so ein Schiff kapern. Oh ja, Quest heißt ja Zerstörer, also ich vergesse das. Laut ist das Schießen. Ich hoffe, das passt jetzt nur für ein paar Sekunden eigentlich. Das sind doch schon drei. Sie machen hier so Sound wieder. Hier. Okay. So, dann haben wir die Mission geschafft. Wie weit ist denn die andere entfernt? Okay. Kraft zum Jenseits Schatten. Töte Piratenplaneten. Rückkehr Vectra. Entkomme ewigen Fundsachen. Undercover. Spüre Crimson Fleet auf. Das weiß ich eh nicht, wo das ist. Die ist ja hier irgendwo immer. Liefere hinter den Kulissen Aktivitäten. Sammle Dichtmittel. Ja, nee. Wir gehen. Töten. Wir machen diese Ranger Quest fertig für. Aquila City ist es die? Machen wir da Kopfgeld, holen wir uns hier. Kurs festlegen und Energie. Töte Verbrecher, Anführer auf dem Planeten, mal schauen. Ja, und da können wir auch diese andere Waffe testen gleich wieder. Wir haben noch so eine. Was würdest du machen, wenn du in meinen Schuhen stecken würdest? Sie ausziehen. Kleine Füße. Damit du mein Gestank und mein Schweiß riechen kannst. Beste. Murphy 3C. Flora, Fauna, gar keine. Atmosphäre, keine Magne. Hä, okay. Gut. Typ Kark. Verstehe. Verlassen im Erwimmeln. Okay. Lass uns mal landen. Auf dem kargen Planeten. Perfekte Landung. Dafür eine glatte 10. Ja, easy. Easy. Sehr geil. Verlassen. Zu wenig Sauerstoff zum Atmen. Also ist ein Helm nötig. Kein Problem. Wir speichern den Helm. Warte einen Moment. Okay. Sekunde. Die Waffe haben wir. Alles klar. Die Waffe haben wir. Nochmal. Werden sie doppelt beinen? Habe ich. Einmal ist sie auf 1. Ja, tun wir sie auf 2. Wir brauchen jetzt das Nahkampfding gerade nicht, oder? Was ich krass finde bei dem Anzug, egal wo ich lande, er sagt sofort, Anzugsschutz aufgebraucht. Wie jetzt? Komm, wir pennen nochmal kurz. Zwecks XP.
nie vergesst. Alles, was ich mache, hätte ich auch vorher machen sollen bei diesem Weltallschießen da. So, das hier. Endlich bist du wach. Ja, guten Morgen. Dann geh mal zu Ding holen und nimm mir noch das eine Stunde XP 1% mehr. Es gibt viel zu tun. So, jetzt dann speichern wir nochmal. Dann geht's los. In die Tiefen des Weiten, des Alls, Welt und so weiter und so fort. Action. Ui, also eins ist die alte. Zwei ist die neue. Die muss noch ein bisschen mehr Schaden machen. 30% mehr gegen Roboter. Let's go. Ich würde ja gerne auch ein bisschen verstecken, aber wir gehen direkt zur Haustür rein. Verstecken. Ich bin Gex Rambo. Ich fall immer mit der Tür ins Haus. Okay. Okay, die hat aber kein, Ding, wie heißt es? Falldämpfer. Bemühen wir uns nach Kräften, keine Industrieunfälle auszulösen, während wir hier sind. Probiere ich. Okay, 100, Kopfschuss 120, okay, wäre mit anderen schon auch möglich gewesen. Oh. Wenn wir einmal schießen und sie töten, können sie dann keinen Alarm auslösen. Duck dich. Duck dich, duck dich, mach dich unsichtbar. Was ist das? Schleiche für zweifachen Schaden. Oha, das ist wie bei anderen Games. Computer. Oh, schon wieder Freund-Feind-Erkennung. Warte. Freund-Feind-Erkennung aktualisieren. Aktuelle Einführung. Feind-Feind-Erkennung einstellen. Eingestellt auf aktuellen Nutzer beschützen. Schützen, ja. Und Einheiten aktivieren. Zack. Jetzt müssen wir wieder einen Roboter haben, der für uns kämpft, theoretisch. Achso, der ist da drin direkt, okay. Bitte warten Sie. Erzeuge geeignete Begrüßung. Hallo. Erzeuge geeignete Begrüßung. Hallo. Servus, grüß dir, was geht? Du, die ja, Kriegsbeute. Mit hoffentlich hat es sich gelohnt. Mit ihm jetzt da. Yo! So eine Waffe hatte ich am Anfang auch. Stimmt, das haben die Waffen gar nicht. Dass sie Korrosionsschaden, Lähmungsschaden, Feuer und sowas. Die Leute sind reinsteckt, da brauche ich ja gar nicht. Ich weiß gar nicht, was wo schießt, Alter. Ach, das ist meine! Oh mein Gott! Sie gemacht. Meine, sie wird mir böse sein, Chat. Kommuniziert jetzt mit mir. Ihr tippt, ich antworte. Dafür ist ein Stream da. Lasst uns das versuchen. Let's go. Ich glaube, also der Typ ist 16 Meter über mir. Das müsste, glaube ich, auch außerhalb sein, aber geh mal da rein. Sind es wieder Spacer und Ding gleichzeitig, die sich hier bekämpfen? Wir sind hier dann die... Wir töten beide? Ist es wieder so ein Ding? Ziel im Visier. Das ist wieder so. Wir müssen gar nicht so schleichen, aber ich habe jetzt gerade Bock. Also, was ist denn jetzt hier? Oh. Oh mein Gott, Experte. Ich hätte vorher Speicher. Oh Gottes Willen. Okay. Okay. Gut. Das ist ein Zweier, ein klassischer. Geht ja gar nicht anders. Hab ich.
Das ist... Es ist immer wild, wenn so ein ganz großer passt, aber die passen ja so selten. Ah, fast. Zwei. Das könnte passen, oder? Hier zwei, da eins. So, nee, das ist zu weit weg. Ich überlege, was ich unten brauche. Unten brauche ich... Warte, wir müssen schon welche wir unten brauchen, dass wir die behalten. Der passt unten nicht hin. Also können wir den nehmen? Haben wir 1-3? Den da. Den plus... Den. Den plus den. Okay. Ich glaube, dass wir haben das falsch gemacht, weil wir müssen... Hier, wir hätten hier drauf achten sollen. Schade. Müssen wieder welche rausnehmen. Okay, es sind nur die Dreier. Da ist ein Dreier, der funktioniert nicht. Hier ist ein Dreier. Der funktioniert. Doch, der funktioniert. Geil. Bock. Okay, hier ist ein Raum da, wo keiner drin ist, nur wir. Der im Dunkeln des Dachbodens. Wunderbar. Da habe ich jetzt Lust zu lesen. Wie geht's dem Dachboden? Dachboden Main, ne? Das war jetzt ein Expertenschloss. Ich frag mich jetzt halt, was ist jetzt hier im Experten gewesen, dass das Schloss rechtfertigt? Naja, gut, paar Munition, Splitterdinger. Ja, okay, paar Granaten, paar Minen. So, okay. Gut. Ich dachte schon, die kämpft. Ich weiß gar nicht, wo jetzt ist. Wo sind jetzt die ganzen Kämpfe? Die schießen wie die Verrückten. Ey. Da oben. Yo, okay. Ach, so eine Anlage hatten wir mal am Anfang. Da kann man gar nicht mehr rumgeben, wenn wir alle Rohre aufschießen. So, das Geile ist, mit den Waffen sieht man die Gegner. Hier oben sind einige. Hier ist einer, das sind mehrere hier. Mal schauen, welche halt in Range ist. Mit den Waffen sieht man die, ja, okay. Wow, wow, links. Ich werde dich töten. Wer macht das? Gut, dass er da alles angezündet hat. Strong. Gut gemacht. Digga! Wärst du nicht zu viel? Kill sie! Ich hätte auf die andere Waffe wechseln können, ne? Ich hab beide, das ist Zweierwaffe.
wenn die nicht mehr schießen kann. Kommt der und will mich mit der Axt schlagen. Wir haben noch 4 Gegner, oder? Da ist er. Ach du Scheiße. Hier? Haben wir? Schnelldrum. Ich glaube, die sind auch noch im anderen Komplex, im anderen Gebäude, im anderen Raum. Looten wir erstmal hier ein bisschen. Weiter schießen! Oh. Weiter schießen klingt jetzt nicht so danach. Ah, hier, okay. Schon ein bisschen looten hier. Kurz speichern, bevor wir da reingehen. Und dann Action. Muss man noch mal in den Raum rein oder was? Mann am Boden! Okay, die schießen noch auf andere. Jetzt ein scheiß Atemteil wieder hoch. Hatten die das auch als Kopfgeldjäger oder was? Also die hatten das auch als Kopfgeld, die anderen, deswegen. Schätze ich mal. Das ist eine Kopfgeldmission und dann sind halt mehrere. Sind halt mehrere da und wollen das haben. Wie die halt alle die Fässer kaputt geschossen haben. Ich dachte schon, ich kann mit dem sprechen, weil der hat sich so die Ding gehalten. Also so den Körper gehalten. So, dann looten wir mal ein bisschen hier. Das Ding an diesen Missionen, wenn ich irgendwo hingehe und hier jemand töte, bin ich halt am Looten ewig. Also entweder wir sind bei der einen Mission am Quatschen und hören uns geile Storys an, was geil ist, oder ich bin hier am Looten. Weil ich halt nicht alles mitnehmen möchte. Also das ist ja klar. Wer macht denn sowas? Ich habe gesehen, da ist noch ein Schloss. Dann tun wir den Schloss. Das Schloss-Achievement wieder ein bisschen hochpushen. Wenn noch 17, vielleicht haben wir jetzt sogar nur noch 16. Müssen wir aufschließen, dann können wir das. Das finale Schloss schon machen? Bin ich sicher. Ich denke schon, ja. Was haben wir hier? Lehrling. Okay. Das ist auch nicht immer einfach. Fuck. Ich hab. Achso, ja, doch. Das hier. Das wäre sogar, wenn so eins passen würde. Das wäre so ultra, aber passt ja nie. So selten. Ne. Oh, ich glaube, das haben wir das erste falsch gesetzt, oder? Das? Geht das auch hier? Okay, dann passt es ja. Mikrosekundenregler. Schwert des Damokles. Okay, wieder so eine schöne Story. Über das schöne Schwert hier. Gut. Oh, dann haben wir hier, glaube ich, alles gelootet. In dem wilden Raum.
Und dann müssen wir schauen, dass wir uns hier nicht verbrennen, weil die haben irgendwie alles hier und das... Also... Das hört nie wieder auf zu brennen, oder? Das ist halt so eine scheiß... So ein scheiß Rohr, was sie da angehauen haben. Das ist ja alles Helium hier. Ich weiß nicht, ob das alles überhaupt notwendig ist. Oder ob das viel... Kostet das viel, wenn wir das alles mitnehmen mal? Nehmen wir die ganzen Heliumflaschen mit. Also schwer sind wir auf jeden Fall. Du lastest dir da zu viel auf. Ganz wortwörtlich. Theoretisch könntest du hier auch was tragen, aber ich habe keinen Bock, dreimal umzuladen. Okay, dann schauen wir mal. Warte. F, I, neue Items. Helium. Häufige organische Ressource, der Gegenstand kann als Komponente für die Herstellung. 171. Okay. Ja, das geht, das geht. So, dann haben wir genug von dem. Ich schaue nochmal, was es hier so gibt. Und dann könnten wir fast rausgehen. Lichtmittel haben wir wieder ein paar mitgenommen. Wir kommen von hier oben. Ich weiß gar nicht, ob wir alle gelootet haben. Die haben wir irgendwo getötet. Irgendwo erschossen, aber passt. Wir haben den Tresor geöffnet. Wenn wir gar keine Mission ausgewählt haben, dann tut das gar nicht rausführen, gell? Tut uns gar nicht rausführen. Wie alles gelootet hier? Auf dem Hinweg? Ja, gell? Jo, hier geht's dann weiter. Hier ist noch ein bisschen Erste Hilfe. Dann können wir hier raus bei den ganzen Toren. Oh, wir sind... Ui! Sind wir im Rohr drin hier? Aber es ist ja richtig hier, ne? Gibt's noch Parasiten, sehe ich gerade hier. Hallo. Wir wollen dich jetzt nicht hier haben in der Entlüftungsanlage, oder? In den Entlüftungsrohren. Okay, ich dachte, ich bin dann bei der Tür, aber ich bin in der Entlüftung. Erstmal war bei der Entlüftung hier noch so ein extra Geheimgang. Ist hier keiner, gell? Hi. Ist hier keiner, nee. Okay. Dann ist diesmal kein Geheimgang. Die mal wieder angezündet haben, ist ja wild. Schon unheimlich. So, jetzt können wir, glaube ich, hier raus. Ne, das ist wieder das Ding. Warte. Da raus kommt man eigentlich. Wie tut sich denn dauernd das Licht hier verändern? Achso, also nur wenn das Handy irgendwie angeht oder so, aber das macht ja nichts. So, jetzt hat. Jetzt sind wir dann wieder auf dem richtigen Weg. Oh! Experte! Oh mein Gott, was haben wir noch nie gemacht? Das eine direkt hier, okay. Da und da. Da.
Okay, die passen da. Wir brauchen was, was weit entfernt ist. Das fehlt. Zusammen. Kann wir noch sein, dass nah zusammen ist? Nee. So, das kommt in die nächste Reihe hier so rein. Und dann das andere kommt hier hin. Also die zwei ist für die letzte Reihe. Hier, da. Achso, da fehlt noch eins dann sogar. Okay, lol. Weiß ich auch nicht, dann schauen wir gleich mal. Wenn ich das jetzt hier rein tue, fehlt das und das. Das hier. Es gibt aber. Gibt es keinen für die? Nee. Das da hin tun. Wo ist noch so ein Zweier? Es gibt doch nur noch das. Expertin, glaube ich. Wahnsinn. Helmstände öffnen. Schocktrooper. Schlafen? Ja, Garten. Ich hoffe, du bist wirklich ausgeruht. Wer weiß, jetzt habe ich geschlafen, jetzt habe ich, glaube ich, den anderen Bonus weg, oder? Ich wollte nicht schlafen. Das ist wieder. Oh Mann. Ich glaube, diesen 1-Stunde-Bonus weg, gell? Ja. Jetzt hat er gepennt, eine Stunde verbraucht. Ich wollte einfach abbrechen, aber keine Ahnung. Ich habe E gedrückt. E ist halt Pen. Ich hatte 1% noch mehr XP für eine Stunde. Und habe den durchs Pen jetzt verschlafen, sagen wir mal so. Sagen wir mal, wie es ist hier. Okay, wir haben jetzt hier einen Experten. Wir haben jetzt hier einen Experten-Tresor aufgemacht. Was für kranke Sachen finden wir jetzt hier? Gut, du bist wach. Digga, ich hab Tab gedrückt. Schon alle Messer ist wieder geschlafen. Okay. Gehen wir mit dem, dann schlafen wir nicht mehr. Okay. Ja, Patronen, Schrotflinten, hüllenlos. Hier, Chunks, hat sich das Bett bewegt von der Höhe? Geht das? Okay, erste Hilfe. Haben wir jetzt so krasse Ausbeute gemacht hier? Vielleicht irgendwelche Bücher, die ich nicht mitbekommen habe? Über ein Expertenschloss. Geil, oder was? Reddits, ja. Rucksackständer. Vielleicht haben wir einen coolen Rucksack bekommen. Ja gut, ja okay, von mir aus. Das ist so ein ähnlicher Raum ohne Schloss. Ich bin auch gerne auf alles vorbereitet, aber... Abbrechen, nicht schlafen. Irgendwann ist einfach Schluss, oder? Du meinst wegen dem Looten? Nee, meine Liebe. Wir müssen alles looten hier. Wo sind wir denn da hier?
Dichtmittel haben wir jetzt auch ein paar. Wie ist das wichtig für die einzelnen Quests? Pinzette. Und diese Betten sind halt schlimm. Wenn man da random draufklickt und Doppel-E drückt, E ist da looten. Oder zumindest... Ja, doch, E looten. Welche Ideenhändler? Moby Dick. Da müsste ich wirklich in die Stadt gehen, die schlechte Witze haben wir schon gelesen, die gesagt hat, hey, sie zahlt viel für die Bücher, aber da extra dahin fahren wegen dem Paar, würde ich sagen, lohnt sich dann nicht. Tischtennisschläger habe ich Bock mitzunehmen. Tischtennisschläger Main. Wäre lustig, wenn man Tischtennis spielen könnte mit ihr, mit der Begleiterin. Das wäre wild. Schießt dann, spielt Tischtennis, halbes GTA. Halbes GTA. Oh, alle Klotüren aufmachen. Mal schauen, was uns da erwartet. Vielleicht erschreckt uns ja einer. Schaumstoffbecher sind wichtig. Ne, die Gewichte nehmen wir nicht mit. Das ist dann doch ein bisschen übertrieben. Da ist dann also... Halt, stopp! Ne? Da ist ein bisschen viel. Sehr viele Spind hier in dieser Anlage. Aber man muss ja auch Spind haben, wenn da welche leben, ist ja klar. Viele Anzüge. Die geben auch gut Geld. Ach, wir wären hier direkt rausgekommen, oder was? Oh mein Gott, das war ja total easy. Eigentlich hier, wir wären direkt da rausgekommen. Aber dann hätten wir das Ganze nicht looten können. Auch das mit dem Schloss nicht. Okay, wir haben die gar nicht alle gelootet. Ach, da ist ja unser Freund. Wenn Sie Vorräte benötigen, sollten Sie sich an andere Menschen im Umfeld wenden. Ja, die anderen Menschen im Umfeld, die haben mich gewendet, aber die wollten mich ja schießen. Was sagst du denn dazu? Und davor hast du mich nicht gewarnt, mein robotischer Freund hier. Die wollten mich erschießen. Was ist denn das hier noch? Also porten kann ich mich ja nicht mehr. Weil ich zu schwer bin. Aber wir können mal gucken, was da ist hier. Bis dahin müssen wir dann mal laufen. Aber wir können hier schauen. Was ist das? Ist das ein fremdes Schiff, was wir kapern können? Ja? Oder was ist das? Nee, das ist eine Anlage. Ich glaube, was ist das? Das Schiff, Anlage ist beides, oder? Das ist eine Anlage. Okay, schade. Hey, stimmt, apropos Schiff. Normalerweise, Medipack, normalerweise landen doch immer, wenn wir landen, auch random irgendwo ein... Achso, das ist nur sie. Ein Schiff, was wir da hinfliegen können und kapern können. Was die für Footsteps macht. Aber könnte man schon glauben, dass das ein Schiff ist, oder? Das hier. So, schon, gleich mal schauen, wie viele Credits wir haben hier. Credits. Ihr könnt hier mal schätzen, wie viele Credits ich habe. Schreibt jetzt in den Chat. Ihr habt jetzt die Möglichkeit, als Chatter mit dem Streamer zu kommunizieren. Ich würde mich freuen. Ein
schöner Stream ist, wenn der Chat aktiv ist. Jetzt! Nutzt die Gelegenheit! Es wird sie bestimmt nicht immer geben, die Gelegenheit. M. Nur teilweise erkundet, sagt er. Okay, die Quest ist fertig. Wir haben die Credits bekommen. Schauen wir nach, was für Credits ich habe. Boah, 369.000. Okay, wir waren letztens noch irgendwie bei 250.000. Sind wir nicht weggekommen von diesem Betrag. Und jetzt dann doch schon so viel wieder. Frachtraum, Inventar. Ressourcen rüber. Es kann nicht mehr gelagert werden. Okay, jetzt ist schon... Jetzt ist schon unser Schiff. Hat schon sehr, sehr viel jetzt. Ist ja nur ein kleines. Deswegen wollte ich mir ja mal dieses eine riesen Ding da holen. Und zwar... Erstmal wieder verkaufen müssen wir. Heyo, Jeroka. Ich habe ein bisschen mit Klauen probiert. Also stehlen, plündern. Das ist ja ultra heftig. Das ist ja ultra heftig, Euder. Ich weiß, dass da du Experte drin bist. Ja, hast du gesagt. Ne? Es gibt ja auch viele Fähigkeiten, die geil sind. Der Bau ist hier. Aber dass das so heftig ist, so richtig... Also wenn man das probiert und wieder lädt, speichern, laden... Bisschen cheaty kam mir das vor. Ich habe es ein paar Mal gemacht, weil manche hatten wirklich 1000. Also ich habe nur die erste Fähigkeit... Und dafür ging es halt aber schon oft einfach nur gut. Muss toll sein, dich sehen zu können, wann immer du willst. Dein Haus ist bestimmt ein warmes Spiegelkabinett. Ich habe sogar die Chefin beklaut, für die ich arbeite, die 1000 Credits hatte. Den Händler alles beklaut. Lass mich raten, noch besser wäre es, wenn du mehr Büchergeld den Händler hier im Bau beklaut, auch 1000 Credits. Und erst Rang 1. Naja, jetzt wo du es sagst. Unten. Die Tische abwischt, auch 1000 Credits. Heben wir sofort ab oder könnten wir uns ein wenig unterhalten? Da kommt auf jeden Fall was zusammen. Ganz brutal. Ey, endlich mit Andrea sprechen. Schön, dich zu sehen. Da müssen wir mal gleich vorher speichern, bevor ich mit dir rede. Der hier hat ja auch 1000. Hab ich auch beklaut. Kannst du ein gutes Wort für mich einlegen, wenn du mal in New Atlantis bist? Und das krass ist, sie als Begleiterin macht sich komplett unsichtbar. Habe ich ja den Skill nicht, aber von dem hast du ja letztens berichtet. Das ist krass, die macht sich ganz unsichtbar. Meine Kann Mutter ich ja schauen? Wollte, dass ich der Medizin hat nichts mehr. Studiere. Medizin. Tja, Mütter. Der was? Hat halt auch nur Mist. Das ist die Prozentzahl und so. Krass. Ich dachte echt, dass hier ein bisschen mehr. Ist schon nett. Ist. Kann man dir irgendwie helfen? Chameleon, okay. Wenn ich irgendwas für dich tun, es gibt auf der ganzen Stadt. Chameleon können sich anpassen in der Umgebung. So, jetzt war ich wieder. Ich habe letztes Mal vorgestern, als ich gespielt habe, habe ich glaube ich 8 Stunden nur auf Neon verbracht. Nur auf Neon verbracht und nur da Quest und Mission gemacht. Heute auch schon wieder über 1 Stunde und dann irgendwann, ich muss da mal raus und ein bisschen andere Quests machen. Ich habe mich da beworben, wurde angenommen und mache jetzt Quests für die Chefin da. Die habe ich auch beklaut. Ich mache Quests für diese in Genjo, keine Ahnung. Hab heute Farmrunde eingelegt. Richtig mühsam, was man alles farmen muss. Ewige Rumfliegerei. Das ist doch gigantisch, oder? Ich war so lange am Planeten. Ich musste endlich mal vom Planeten runter und bis in den Weltall. Dann habe ich ein paar Piraten gekillt.
Bisschen hier, bisschen da. Weißt du? Und war froh, da rauszukommen aus dem, von dem Planeten. Für Außenposten tonnenweise Aluminium. Ach, das meinst du, hast du damit angefangen? Ja, aber die ganzen Sachen nimmst du doch eigentlich immer mit, oder? Wenn du alles lootest, hast du das alles. Also ich habe so viele Sachen, die ich auch jetzt immer wieder verkauft, die habe, also was ich halt schon